Hallo, ich bin die Uschi von Stempel macht glücklich und heute möchte ich mit euch im Rahmen des YouTube-Hops vom Team Kreativstempel die sogenannte Negativtechnik zeigen. Und zwar haben wir diesmal das Thema Negativtechnik mit dem am wenigsten genutzten Stempelset. Das ist jetzt in meinem Fall fröhliche Bäume, das findet ihr im neuen Herbst-Winter-Katalog. Und ich habe das noch überhaupt nicht benutzt gehabt, so wie die anderen, mit denen ich schon ordentlich was gemacht habe. Und deswegen habe ich mich jetzt für dieses entschieden. Und entstanden ist diese Karte in Waldmoos. Einmal ist hier in Weiß embossed und hier ist in Waldmoos gestempelt. Und wie das mit der Negativtechnik geht, das möchte ich euch jetzt zeigen. Wir brauchen als erstes zwei verschiedene Farbkartons. Ich habe hier einmal Flüsterweiß und einmal Waldmoos. Entschuldigung, nicht Flüsterweiß, Grundweiß. Und habe die ausgestanzt mit dem zweitgrößten Rechteck mit Büttenrand. Und am einfachsten tut ihr euch, wenn ihr eine Stempelhilfe nimmt. Ich habe hier noch den Stemparatus, den gibt es leider nicht mehr. Aber es gibt ganz viele andere, oder wenn ihr wirklich punktgenau stempeln könnt, ich kann es nicht, dann könnt ihr das auch gerne mit der Hand machen. Und zwar habe ich mir jetzt hier den Rest, wo ich das ausgestanzt habe, das lege ich mir jetzt hier rein und mache das fest. Damit ich hier genau die Ecken übereinander treffe, weil ich weiß nicht, ob man das jetzt so sieht. Das hat unterschiedliche, wie sagt man da? Wie kann man das nennen? Also die Ecken sind nicht alle gleich. Das ist unterschiedlich. Und jetzt lege ich mir das hier rein. Machen wir das dann fest. Dann montiere ich mir, jetzt muss ich das Ganze mal etwas rüberschieben, damit ihr das auch seht. Dann nehme ich mir hier diesen großen Baum, lege mir das mal hier drunter, damit man besser Farbe aufnehmen kann und platziere mir das in der Mitte, so wie ich es haben möchte. Ich möchte hier unten noch ein bisschen weißen Rand haben zum Stempeln. Dann klappe ich das zu, drücke mir das hier drauf. Wie ihr wahrscheinlich sehen könnt, ist meine Platte ziemlich verbogen, weil ich war so schlau und habe die nämlich in den Geschirrspüler gelegt. War keine gute Idee. Aber jetzt ist schon passiert. Aber es geht trotzdem noch. Und jetzt ist mir das leider etwas verrutscht hier beim Hochtun. Aber das macht nichts, weil ich habe ja diesen Rahmen hier. Ich schaue nochmal, ob es so passt. Jawohl. Dann nehme ich mir Versamark. Benetze mir den Stempelabdruck richtig schön dick. Und es war jetzt Quatsch, was ich gemacht habe. Wir brauchen nämlich nicht das Weiße, sondern brauchen das Grüne. Ich tausche das hier aus und nimm das Grüne. Und jetzt könnt ihr nämlich sehen, dass das gar nicht reinpassen würde. Das muss ich jetzt andersrum drehen. So, jetzt passt es mir exakt rein. Dann drücke ich mir den ab. Und durch die Stempelhilfe kann ich nämlich auch schauen, ob der Abdruck wirklich schön geworden ist. Ein bisschen mache ich noch mal nach. Da könnt ihr nämlich so oft drauf gehen, wie ihr wollt. Und ihr könnt jedes Mal schauen, ob der Stempelabdruck gut geworden ist. Dann nehme ich das jetzt hier raus. Ich passe natürlich auf, dass mir meine Vorlage, wo ich es einlegen kann, nicht verrutscht. Dann gebe ich das kurz auf die Seite, weil dann müssen wir jetzt embossen.
Dazu nehme ich mir weißes Embossing-Pulver. Gib hier ordentlich drauf. Den Überschuss mache ich runter. Und jetzt sehe ich hier so ein bisschen von dem weißen Embossingpulver, wo es nicht hin soll. Das mache ich einfach mit einem Pinsel weg. So, und jetzt wird's laut. Dann nehme ich mir wieder meine Stempelhilfe, lege mir jetzt den weißen Farbkarton rein . Dann nehme ich mir jetzt mein Waldmoos-Stempelkissen. Ihr braucht nach dem Versamark das nicht sauber machen. Da kann gar nichts passieren. Deswegen als erstes embossen und dann mit dem farbigen Stempelkissen draufgehen. So, da brauche ich hier unten noch ein bisschen Farbe. Das ist jetzt bei mir echt blöd, weil die Platte so verbogen ist. Da muss ich mal schauen, dass ich die wieder irgendwie gerade bekomme. Muss ich mal aufstehen, um den Druck etwas zu erhöhen. Ja, jetzt passt's. So, dann können wir das schon mal wegtun. Ah, jetzt habe ich da reingepatscht. Na super, gut. Dann müssen wir es eben so schneiden. Okay. Das war jetzt wieder der Vorführeffekt. Also das können wir schon mal schneiden. Und zwar möchte ich es von der Kante hier rüber schneiden. Da lege ich es in die Schneidemaschine ein, dass genau die Ecke hier ist. Und ich gehe mal ein bisschen höher. Die eine Ecke hier drin ist und die andere Ecke hier unten. Und das Gleiche mache ich auch hier. Dann kann ich jetzt im Prinzip zwei Karten damit arbeiten. Wie ihr jetzt sehen könnt, passt es jetzt exakt zusammen. Also hier an den Bäumen könnt ihr sehen und die Ecken passen auch übereinander. Und hier haben wir noch mal ein zweites. Das kann man im Prinzip auch noch mal verwenden, wenn man hier einfach ein bisschen Glitzersteinchen draufklebt oder eine Schleife dazu macht. Dann nehmen wir uns das jetzt mal zur Hand. Dann brauchen wir ein Designerpapier mit den Maßen 14,3 x 10,3. Ich habe das Designerpapier herrlich herbstlich genommen. Das habe ich euch schon mal in einem anderen Video gezeigt. Das ist also für mich eines der schönsten Papiere überhaupt, weil es so einen schönen Kupferglanz hat und das finde ich mega toll.
So, dann halte ich das jetzt mal so hin, wie ich es mir in etwa vorstelle. Dass ich gucken kann, wo es ungefähr kleben muss. Damit ich links, rechts, oben und unten einigermaßen identische Abstände habe. Halt, das war jetzt falsch. Dann lasse ich einen so liegen. Gib mir auf das zweite, auf die Rückseite Flüssigkleber. Bin ich mir etwas verrutscht. So, auch noch Kleber gesabbelt. Drück's von hinten ordentlich fest. Dann nehme ich mir das zweite Teil. Und setzt es hier genau an der Kante an. Schau, dass wir hier die Übergänge passen und dass die Ecken ordentlich aufeinander sind. Und drückt es auch von der Rückseite schön fest. So, und jetzt möchte ich noch diesen, ja, ich weiß nicht, wie man es nennt. Dieses, ja, diese Feinheiten von dem Tannenbaum, die möchte ich jetzt noch in Kupfer embossen. Dazu nehme ich mir den Stempel, lege mir den auf einen großen. Mache mir den wieder mit Versamark. Also ihr könntet das jetzt auch wieder in die Stempelhilfe einlegen und dann eventuell nochmal neu abstempeln, wenn der erste Abdruck nicht so ist. Aber ich denke oder ich hoffe, dass es beim ersten Abdruck gleich klappt. Wo ihr jetzt etwas aufpassen müsst, und zwar, wenn ihr den Stempel hier auf dieses Emboste drauf drückt, das ist rutschig. Also da kann es sein, dass euch der Stempel davon rutscht. Also am besten hier unten anfangen und hier oben nicht zu fest drauf drücken, damit euch der Stempel nicht davon rutscht. So, ich muss jetzt nur leider aufstehen. Ich hoffe, ihr habt jetzt nicht irgendwas von mir im Bild, was nicht reingehört. Dann positioniere ich mir den hier drüber und drücke ihn fest, ohne dass ich in Versuchung komme, ihn zu verschieben. Hat ganz gut geklappt. Dann nehme ich mir mein Kupfer-Embossing-Pulver. Wieder ordentlich ab. So, und hier bin ich jetzt leider doch etwas verrutscht. Das schaue ich jetzt, dass ich das mit dem Pinsel einigermaßen wegbringe. Das war jetzt nicht so gedacht. Aber ich glaube, das ist jetzt nicht ganz so schlimm. Ich nehme mal noch einen feineren Pinsel.
Ich hoffe, euch passiert es nicht. Gut, bei dem Muster ist es jetzt nicht ganz so schlimm. So, ich glaube, so passt's. Das war jetzt wieder der typische Vorführeffekt. Nee, es passt so einigermaßen. Hier habe ich leider etwas Kleber. So, dann nehmen wir uns eine Grundkarte mit 21 x 14,5. Also 21 hat es DIN A4 Papier eh in der Breite. Dann habe ich 14,5 cm abgeschnitten, bei 10,5 in der Mitte gefalzt. Da kleben wir das dann drauf. Dann brauchen wir hier unten noch einen kleinen Spruch. Da habe ich mir den Stempel Frohe Festtage aus dem Set Lichterzauber genommen. Und den mache ich mir drauf in Waldmoos. Und schon ist so eine Karte relativ schnell fertig in der Negativtechnik. Das eignet sich auch super schön, wenn man große Blüten hat. Dann kann man das auch machen. Man kann das hier jetzt auch eventuell reißen und nicht so akkurat mit der Maschine schneiden wie ich. Aber ich fand es jetzt zu diesem Baum ganz passend. Und die Links zu den Videos der anderen Mädels stelle ich euch unten in die Infobox rein. Jetzt wünsche ich euch noch ganz viel Spaß beim Nachbasteln. Tschüss! Everybody, everybody.